Und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Wochenrückblick. Moin! Ich habe ja, wie einige von euch wissen, einen News-Kanal, einen Drittkanal aufgemacht. Der hat um und bei 200-ish Follower. Dort lade ich halt kurze Videos hoch, die effektiv News, wie der Name halt auch suggerieren mag, thematisieren. Was ich aber halt generell in der Vergangenheit schon gemacht habe auf dem Hauptkanal hier, ist, dass ich einen Wochenrückblick gebracht habe, wo ich immer mal wieder Dinge aufgegriffen habe, die ich spannend empfand. Das möchte ich auf diesem Kanal weiter beibehalten, obwohl ich einen News-Kanal habe. Denn, und das ist der Unterschied zwischen meinem News-Kanal und meinem Hauptkanal, hier lasse ich meine eigene Meinung direkt einfließen und bin auch ein bisschen undiplomatischer. Ich würde sagen, ich bin generell ein Mensch, der nicht sehr diplomatisch ist. Das ist einer meiner größeren Schwächen, an denen ich auch eigentlich arbeiten sollte, es aber trotzdem nicht ganz schaffe. Also falls ihr generell auf dem Laufenden bleiben wollt und das Tagesaktuelle mitkriegen wollt, wenn es noch brühwarm ist, gerade bei Beef sollte man ja warm konsumieren, dann geht gerne rüber auf meinen News-Kanal. Dort kann ich noch ein paar Abos vertragen. Das Ding ist auch, an der Stelle muss ich nochmal erwähnen, und das fühlt sich richtig schmerzhaft an, die Aufrufe auf den Videos sind im Vergleich zu meinem Hauptkanal gemessen an den Aufwand, den ich in diese Videos betreibe, einfach exorbitant hoch. Kannst du keinem erzählen. Also beim besten Willen. Fangen wir also an. Ich werde Timestamps in der Videobeschreibung lassen, sodass ihr euch die Themen angucken könnt, die euch interessieren und andere Themen liegen lassen könnt, weil ich bin mir sicher, dass gerade wenn es um News geht, nicht alle automatisch mitgenommen werden wollen. Wir springen direkt rein ins Thema und da möchte ich an ein Thema anknüpfen, das meinem Puls die Temperatur gegeben hat, welche äquivalent zur Oberfläche der Sonne ist. Und zwar der Beef zwischen KuchenTV und dem radikalen Demokraten. Aber was genau ist eigentlich passiert? Die Meinungsblogger-Szene steht in Flammen. Der kontroverse Content-Creator KuchenTV reagiert in einem Livestream auf ein VOD vom radikalen Demokrat. Daraufhin verpasst der radikale Demokrat KuchenTV einen Urheberrechtsstrike, der zur Folge hat, dass KuchenTVs Twitch-Kanal gesperrt wird. Anschließend verlagert KuchenTV seinen Stream auf YouTube. Jedoch endet der Konflikt an dieser Stelle nicht. Auf Twitter äußert sich KuchenTV wie folgt zu der ganzen Thematik. Alter, der radikale Demokrat hat meinen Stream sperren lassen, obwohl ich ganz normal drauf reagiert habe. Ist das diese Meinungsfreiheit? Der radikale Demokrat wiederum erwidert, wir machen einen Deal, lieber Kuchengeschmack. Du überzeugst Grus, dass er Menschen wie Alpha Kevin nicht mehr strikt, wir schauen seine Streams und verwenden sonstiger Clips und ich mach den Spaß auch nicht mehr bei dir. Wie wär's? Der Seitenhieb gegen Screws geht natürlich an dem auch nicht vorbei. Dieser meldet sich selbstverständlich auch in der Thematik. Allerdings antwortet dann Dara, auf dem in diesem Video der Fokus liegen soll, wie folgt auf Screws. Ich habe dem Twitch-Support inzwischen geschrieben, dass sie den Strike gegen dich, KuchenTV, zurücknehmen möchten. Aber da dein Freund hier weiterhin ankündigt, die Meinungsfreiheit einschränken zu wollen, schaust du meine Wots bitte offstream für deine Recherche. Danke. Hinzuzufügen ist, dass KuchenTV mit der Veröffentlichung der Nachricht von Twitch, die seine Sperrung dokumentiert, auch die E-Mail-Adresse vom radikalen Demokraten veröffentlichte. Dieser setzte bezüglich der vorangegangenen Tatsache folgenden Tweet ab. Ja, ach. Und dass du meine Privat-E-Mail veröffentlicht hast, werde ich natürlich auch rechtlich prüfen lassen. Ein Unrecht, was ein Screws einem Alpha-Kevin angetan hat, rechtfertigt selbstverständlich nicht das Unrecht, was der radikale Demokrat einem KuchenTV antut. Im weiteren Verlauf der Interaktion zwischen KuchenTV und der radikale Demokrat sind folgende Tweets entstanden. Die werde ich hier einmal einblenden, ohne dass ich sie selber nochmal vorlesen möchte. Dazu werde ich auch den Link zu dem Thread verlinken. An der Stelle kann ich eigentlich nur sagen, ich finde es unglaublich widerlich, was der radikale Demokrat hier getan hat. Als Alpha Kevin von Screws EMC8 wurde, einen Screws dafür krass kritisiert. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Screws als Mensch absolut ablehne. Diese Art, jemanden zu DMCA'en, einfach nur um diese Person ja einen reinzudrücken, mundtot zu machen, fertig zu machen, den Kanal wegzunehmen und zu die Plattform, einfach nur, weil man die Person nicht mag, weil man keine Gegenrede stellen möchte oder kann, finde ich absolut widerlich. Wenn man ein Problem hat, dass jemand auf jemanden reagiert, dann kontaktiere diese Person und sag ihr, dass sie aufhören soll, auf deinen Content zu reagieren. Ein Papa Platte hat das bei Stay gemacht. Diesen Beef, den sie ja hatten, haben sie ja jetzt auch bei r/plays dann hinter sich lassen können. Heißt, es ist möglich, in einem Dialog aufzuzeigen, hey, hör auf meine Videos zu reagieren, sonst lasse ich Schritte folgen. Erst Schritte folgen zu lassen, um dann zu sagen, ja, aber du bist ja, und Screws hat das bei Alpha. Was ist denn los mit dem? Also er hat sich in der Handhabe für mich als Mensch dargestellt, auf den ich weder reagieren werde, mit dem ich niemals jemals kooperieren werde, den ich als Mensch, als Creator, als Reactor, als Streamer nicht ernst nehmen kann und auch niemals ernst nehmen möchte und es mir wirklich völlig um wen es da geht. Und wenn es ein Screws gewesen wäre, den es getroffen hätte, mir geht es dann nicht um die Person, die als Opfer an der Stelle ist, sondern um die Tatsache, dass man sowas macht. Denn sowas zu tun, schafft Präzedenzfälle. Und wo kommen wir denn hin, wenn wir als Creator
einfach DMCA-Strikes reinkriegen, wenn wir uns kritisch im Rahmen der Meinungsfreiheit zu Themen äußern. Das schafft eine Kultur und das ist nämlich meine Sorge dahinter. Deswegen macht es mich so wütend. Wo es Bots und Streamer und Communities gibt, die nur warten, bis deren beliebter Hass-Streamer nur auf irgendein Thema reagiert, um diese Person dann zu DMCA'en. Solche Handhabe schafft so ein Klima. Da bewegen wir uns hin. Und dass das von linken Creatoren kommt, die sich als stabil wahrnehmen und eine Community haben, die tolerant und Akzeptanz predigt und sein möchte, dass die solche Handhaben salonfähig machen und sich nicht im Klaren sind, was für eine Streuwirkung sowas hat, macht mich maximal wütend. Von jemandem, der extremistisch unterwegs ist, der gar kein Interesse daran hat an Meinungsbildungsprozesse, der eigentlich nur Hass und Hetze verbreiten möchte, der sowieso schon faschistoid ist, so, da erwarte ich solche Handhabe. Aber von jemandem, der den Dialog schätzt, der auch mit kontroversen Personen in den Dialog geht und sich selber als jemand darstellt, mit dem man reden kann, so, sowas zu machen, ist maximal ekelhaft. Wenn du nicht möchtest, dass jemand auf dich reagiert, dann sag der Person das. Ich meine, im Nachhinein, ich blende auch nochmal den Clip von KuchenTV ein, auf den ich mich hier beziehe, konnte ja eine Einigung erreicht werden. So Leute, kurzes Update für euch. Ich habe jetzt mit dem radikalen Demokraten im Discord nochmal privat geredet. Er hat den Strike zurückgenommen. Ich bin auch auf Twitch wieder entbannt. Ihr könnt mir wieder folgen und euren Prime-Sub dalassen. Bin heute Abend auch wieder live. Wir haben 2 schon geredet, war auf Augenhöhe, haben einiges auf jeden Fall aus der Welt geschafft. Wir haben jetzt den Kompromiss geschlossen, dass ich auf seine VODs reagieren darf. Ich soll bitte nur keine YouTube-Videos dazu machen, also jetzt auf KuchenTV Uncut oder so. Ja, weil das natürlich super viel Druck auf ihn aufbaut, er kein so großer Streamer ist. Ich habe ihm gesagt, solange er da jetzt nicht auf mich reagiert oder so, nehme ich das auf jeden Fall an. Und ja, das ist jetzt erstmal der Kompromiss, den wir geschlossen haben. Vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal ein Live-Gespräch. Bin also wieder da. Strike wurde zurückgezogen und heute Abend streamen wir wieder. Kommen wir jetzt also zu einem anderen Thema, und zwar TJ und Sascha. Zwischen den beiden gibt es ja schon seit längerem ein Hin und Her. Und Sascha hat gerade erst ein Video hochgeladen, auf das TJ auch schon reagiert hat. Was genau passiert ist, hören wir uns einmal an. Der Beef zwischen Sascha und TJ kocht wieder hoch. Seitdem sich TJ in der Vergangenheit über Saschas Ohr lustig machte. Ohr. Ich weiß, es ist gerade komplett überflüssiger Kommentar und komplett oberflächlich, ich weiß. Aber ich muss die ganze Zeit hingucken. Sie ist eine sehr, sehr hübsche Frau, auf jeden Fall. Aber ich muss die ganze Zeit auf dieses Ohr gucken. Sascha, was ist da los? Also, ich will sie nicht ja darauf reduzieren, jetzt ist, ne? Aber ich kann nicht. Da fehlt halt was. Bewegt er sich regelmäßig in der Schussbahn von Saschkas Kritik. So nutzte Sascha immer mal wieder Situationen, um einen Seitenhieb gegen TJ zu platzieren. Erst jüngst kritisierte Sascha TJ aufgrund seiner problematischen Placements in Bezug zu Krombacher, Alkoholwerbung in dem Fall und Burger King, Fast Food. Nicht nur, dass du Werbung für ungesunde Ernährung machst, nein, du stehst mit deinem Namen für einen Konzern, der eben Mäuse in der Küche hat, der seine vegane Label-Zulassung verloren hat, der für nicht besonders gute Arbeitsbedingungen steht und eben schon vor 8 Jahren gesagt hat, ja, Leute, wir ändern das, und eben 8 Jahre später rausgekommen ist, hey, ist irgendwie gar nicht so viel besser geworden. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist. Jetzt vor kurzem in ihrem aktuellsten Video eröffnete Sascha erneut das Feuer gegen TJ, da dieser erneut in ihren Augen ein problematisches Produkt bewarb. Zwar machen immer mehr Influencer Werbung für CBD-Produkte. Schmeckt einfach nur angenehm, aber exakt den gleichen Effekt. Einfach nur 2 Sprühstöße in den Mund geben und danach bist du völlig im Tiefen entspannt. Und mein Stress ist gleich weg. Mittlerweile, wenn ich jetzt so, wenn alles bis zu viel wird, nehme ich halt die Dinger hier und alles ist so, ja, alles entspannt halt. Zu erwähnen ist in Bezug zu Saschkas Video, dass sich ihre Kritik nicht ausschließlich auf TJ befasst. Allerdings muss auch angeführt werden, dass TJ hier als Person, die diese Produkte bewirbt, die größte Reichweite der einzelnen Partizipierenden besitzt. Dementsprechend ist natürlich seine Rolle besonders kritisch zu betrachten. Dies tut Sascha erneut gerade in der Art und Weise, wie TJ Produkte bewirbt, in dem Fall CBD. Denn im Verlauf ihres Videos zeigt sie deutlich auf, dass gerade das implikatorische Heilversprechen, das auf persönlichen Evidenzen im Fall von TJ zurückzuführen ist, sehr problematisch ist in Bezug zu Produkten wie CBD und anderen, die noch keine Langzeitstudien besitzen, auf die man verweisen könnte. Ich will aber auf jeden Fall empfehlen, dass wenn ihr mit einem dieser Punkte hier irgendwie Probleme habt und noch keine richtige Lösung gefunden habt, dass ihr das einfach mal ausprobiert, weil für mich absoluter Gamechanger, auch bei Kopfschmerzen, krass. Auch involviert Sascha in ihrem Video Content Creator wie Coach Steph, der die Aussage von TJ debunken soll, dass CBD-Öle oder Salben in irgendeiner Weise einen positiven Effekt gegen Muskelkater haben sollen. Ich den Pups hier mal. Normalerweise hätte ich morgen Todesmuskelkater im Unterarm, weil ich gut zerstört habe heute. Aber dadurch kann ich morgen tatsächlich wieder trainieren. Das ist geil.
Obendrein holt Sascha für die nötige medizinische Fachkenntnis eine Biologin mit ins Boot, die zusätzliches Know-how in ihr Video mit einbringen soll, was selbstverständlich in einer so komplizierten Thematik, wie Fachwissen benötigt, sehr wünschenswert ist. Letztendlich schafft Sascha es, mittels ihres Videos und ihrer Kritik TJ in einem sehr fragwürdigen Licht darzustellen, was, gemessen an die Reichweite und der Art und Weise, wie Sascha ihren Content präsentiert, nachvollziehbar ist. Man muss an der Stelle natürlich nochmal erwähnen, dass sie eine Meinungsbloggerin ist, die vor allen Dingen fragwürdige Placements kritisiert und hinterfragt. Dementsprechend ist das Outcome dieses Videos und die Position, die TJ innerhalb dieses Videos einnimmt, nicht verwunderlich. TJ selber hat in seiner Instagram-Story angekündigt, dass er sich in seinem Wochenrückblick zu der Kritik von Sascha äußern wird. In der Thematik möchte ich zwei Dinge nochmal ansprechen. Und zwar die Bewerbung von CBD-Öle gegen Muskelkater und die Aufwertung und Gegenüberstellung von persönlichen Evidenzien im Vergleich zu wissenschaftlicher Evidenz. In seiner Response zu der Kritik von Sascha setzt sich dann TJ nochmal mit Coach Steph auseinander und verbeißt sich in einem Wording von Coach Steph. Dran bleiben und weitermachen. Ein bisschen war ich und andere Kommentare dann aber ein bisschen verwirrt von der Aussage, das einzige Mittel gegen Muskelkater ist halt weitermachen und durchziehen, weil es gibt ja schon Mittel oder schon Techniken, schon Dinge, die man aktiv gegen Muskelkater machen kann. Also die Aussage, nichts hilft gegen Muskelkater außer weitermachen, stimmt halt nicht. Dass Supplements und andere Nahrungsergänzungsmittel bei einem Regenerationsprozess helfen können, wie TJ ja auch im weiteren Verlauf seines Parts argumentiert, bestreitet niemand. Aber auch die beugen keinen Muskelkater vor. Und das an der Stelle zu erwähnen, wobei es explizit um das Produkt, was er bewirbt, es nicht um ein Supplement handelt, ist irreführend und geht in die Richtung, ja, aber eigentlich habe ich ja irgendwo recht. Und das ist problematisch bei der Thematik, weil, und das müssen wir an der Stelle nochmal erwähnen, es geht hier nicht um Medikamente, es geht hier nicht um Supplements. Die Produkte, die ein Teacher hier beworben hat, haben keine Zulassung für Nahrungsergänzungsmittel, für in irgendeiner Weise therapeutische Gebrauch oder medikamentöse Behandlung. Das sind keine Medikamente, deswegen dürfen sie auch nicht mit einem Heilversprechen beworben werden. Was trotzdem getan wird, was auf jeden Fall kritisiert wurde, dagegen gibt es Gesetze, das zu tun. Und genau darauf bezieht sich ja auch die Biologin, dass es von einem wissenschaftlichen Standpunkt her keine wirklich evidenzbasierten großen Studien gibt, die das untermauern, dass man das sagen dürfte. Da ist man nämlich heutzutage relativ streng. Dazu dann noch, am Ende verwechselt TJ persönliche Evidenzien mit wissenschaftlicher, medizinischer Legitimation. Dass es halt eben Millionen von Menschen hilft. Also, wenn es hunderttausende Rezensionen sowas gibt, die sagen, hey, es hilft mir, ich kann davon besser einschlafen, ich komme damit besser mit Stress klar, es hilft mir bei Kopfschmerzen, bei Migräne. Ist es dann kein Beweis, wenn wirklich hunderttausende von ähnlichen Erfahrungen berichten? Weiß ja nicht. Das fette Argument ist halt immer, yo, es gibt halt keine riesige Langzeitstudie mit sehr vielen Probanden. Aber zählen deswegen... Nein, das ist kein Beweis! Das war noch nie ein Beweis! Viele Leute sagen, dass das so ist, dann muss das so sein. Nein, das ist heftig kein Beweis! Denn, er argumentiert, ganz viele Erfahrungsberichte sagen, dass CBD Menschen helfen. Und deswegen ist an der Hilfe von CBD zu unterschiedlichen Situationen auch was dran. Was Quatsch ist. Ja, für einzelne Menschen kann CBD helfen, das ist trotzdem nicht verallgemeinerbar. Und nur weil es vielen Leuten was bringt, weil sie glauben, dass es ihnen was bringt, bringt es ihnen nicht automatisch was. Das ist Glaube. Nur weil du glaubst, dass das so ist, macht es das noch nicht real. Ganz viele Menschen glauben daran, dass es unterschiedliche Menschenrassen gibt. Trotzdem gibt es sie nicht. Ganz viele Menschen glauben auch immer noch, dass die Erde flach ist. Ganz viele Menschen glauben an Verschwörungstheorien. Ganz viele. Nur weil sie daran glauben, macht es das noch nicht wahr. Zu argumentieren, dass das so wäre, ist ein Ad Populum-Argument. Viele Leute sagen, dass das so ist, deswegen muss das so sein. Das ist wie, alle wissen, Ausländer sind XYZ. Auch das sind Ad Populum-Argumente. Du nimmst die vermeintliche Mehrheit einer unsichtbaren Menge und benutzt sie als Legitimation für deine Argumentation. Und das ist super schwierig. Gerade in Bezug zur Medizin. Denn, und das müssen wir an der Stelle einmal nochmal kurz einordnen, CBD-Öle und Tröpfchen sind keine Medikamente. Und auch hier wird wieder verwechselt zwischen Heilpraktiker, Gedöns, pseudo-esoterischer Geschwurbelgedöns und Medikamenten. Denn es wird gesagt, und das ist ja auch richtig, dass es CBD in Medikamentenform gibt. Das ist aber nicht das, was wir als CBD-Öle von den jeweiligen Herstellern kaufen. Das ist halt auch kein Medikament. Es ist halt nicht mal als Lebensmittel gelabelt. Guckt euch an der Stelle auf jeden Fall sein Video-Statement an und berücksichtigt an der Stelle bitte, dass nur weil viele Leute etwas sagen, unabhängig davon, dass die Wissenschaft das noch nicht bestätigt, macht es das, was die Leute sagen, nicht automatisch wahr. Das ist abschließend das, was ich noch zu der Thematik sagen wollte. Ich weiß, es ist ein bisschen ranty geworden.
Das liegt daran, dass ich im Allgemeinen einen unglaublich hohen Puls zurzeit habe. Denn bei der Aufnahme dieses Videos, da ich ja über OBS aufnehme, habe ich aus Versehen auf Stream gedrückt. Auf Stream! Und habe dann weil ich früher extrem viel gestottert habe und ich immer noch Wortfindungsschwierigkeiten habe und mich dafür hasse, wie Sau, dass ich nicht einfach mal einen geraden Satz rauskriegen kann, habe ich mich dann dabei veröffentlicht. Und dann natürlich direkt einen Wutanfall geschoben. Dabei ist dann unter anderem das hier passiert. Natürlich Kopfhörer und alles mögliche durch die Gegend geschmissen. So, ich habe meine Emotionen natürlich heute mal wieder gar nicht unter Kontrolle. Dementsprechend habe ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Argumentation in dem Video ein bisschen verloren. Ich werde das jetzt aber trotzdem so lassen, wie es ist. Weil ich mir vorgenommen habe, heute ein Video hochzuladen. Und ich werde wahrscheinlich auch im Laufe der Woche nicht 2 weitere Videos schaffen, denn am Donnerstag ist ja auch schon dann mein letzter Tag, dann ist Abreise zur Gamescom. Wer an der Gamescom da ist, kann gerne Hallo sagen. Die Neros so, die hierher kommen wegen Qualität, so, ich meine, habe ich beim letzten Mal ja euch schon enttäuscht. Dementsprechend, den Trend werde ich weiter beibehalten. Enttäuschungsmanagement an der Stelle. Mein Donnerstagsvideo, ich hoffe, ich kriege es trotzdem ordentlich koordiniert. Das war mein Wochenrückblick und ich kann eigentlich nur noch anmerken, folgt mir auf Instagram. Dort werde ich euch auch wahrscheinlich up-to-date halten, wenn es um die Gamescom geht und all solche Geschichten. Und generell bin ich da auch immer offen für Dialoge, Kritik, Feedback, all solche Geschichten. Außer Dinge, die ich schon weiß, dass ich nicht gut schneiden kann, dass ich nicht gut im Aufnahmen bin und dass meine Kamera besser werden muss, das weiß ich schon. Ich werde nochmal ein paar Leute hier, ein paar Namen einblenden, die Ehrenmenschen, die auf diesem Kanal maßgeblich Hilfe leisten, indem sie Kanalmitglieder sind. Ich küsse doch eure Herzen, das habe ich gar nicht verdient, vor allem nicht bei der grottigen Qualität, die ich hier mal wieder rausgerendert habe, aber ich werde besser jedes Mal und kann jetzt nur noch sagen, trink genug Wasser, ess genug, treibt Sport und macht all das richtig, was ich falsch mache, vor allem tritt keine Mülleimer kaputt. Wir sehen uns im nächsten Video.